Hallo YouTube. Hallo, guten Morgen. Wir sind's wieder, Lucy und Karin. Und wir wollen euch heute mitnehmen an unserem letzten Urlaubstag. Heute ist der 19. November 2021 ins schöne Eutal. Und wir laufen bis zum Eutalhaus und unten am Bach wieder zurück. Diese Wanderung kennen wir schon, denn die haben wir bereits im vor zwei Jahren, 2019. Ende August 2019 gemacht. Das Video ist beim Lucy erschienen, das verlinke ich euch mal oben. Das war der Tag vor dem Start zu unserer Deutschland-Retour-Radreise von Oberstdorf aus bis nach Hause nach Stur bei Bremen. Heute ist es nicht ganz so warm wie damals, da war es irgendwie richtig warm. Und wir sind voll in den Regen gekommen zum Schluss. Zum Schluss sind wir voll in den Regen gekommen, müsst ihr euch mal angucken, ist sehr lustig, besonders das Ende. Die Eindrücke von heute könnt ihr ja mal mit dem anderen Video vergleichen. Wir sitzen hier gerade vor so einem kleinen Holzstadel auf einer Bank und müssen erstmal abdampfen, denn wir sind eben den sehr steilen Kübelberg raufgestiegen und der Schweiß kam aus dem Kragen. Bevor es weitergeht, müssen erstmal die Jacken von innen abtrocknen und wir auch, damit wir nicht so die Brille nicht so beschlagen sind. Ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr uns begleitet und einfach dran bleibt. Bis später. Bis später. Zurück. Wir befinden uns hier auf der Via Alpina. Wer hätte das gedacht? Aber so alpin war es ja noch gar nicht. Hier, Dr. Hohenadelweg, geht es nachher zurück nach Oberstdorf. Da über den Kühlberg sind wir hergekommen. Und bis zum Eutalhaus ist es noch eine Stunde, steht da. Wobei, nee, Berggasthof Eutalhaus. Ist eh geschlossen. Letztes Mal waren wir bis zur guten Alpe, ne Lucy? Eine Alpe weiter. Ist noch ein bisschen weiter, aber da brauchen wir heute nicht hin, denn da ist alles geschlossen. Da vorne kommt gleich ein Zauberbaum. Oh, ich sehe ihn schon. Das haben wir vor zwei Jahren auch schon gemacht. So ein Quatschkram, das ist was für uns. Er steht immer noch da, wir freuen uns. Der da ist gerade in der Ausbildung zum Zauberbaum. Ja. Das ist eine wunderschöne Allee hier. Jetzt mal fast ohne Laub. Was für ein Panorama da hinter uns. Ist das schön?
Da hinten geht es weiter zur Wundenalbe. Da waren wir beim letzten Mal. Heute ist das hier am Berggasthaus Eutalhaus unser Wendepunkt. Na, hier drei. Guck mal, was hier ist. Du bist auch ein besonders süßes Schnäuzchen. Du willst dich wohl in Zähne setzen hier, was? Du auch? Schnute! Und das sind eimerschmeißende Donkeys. Jetzt hat er gerade mal den Eimer fallen lassen. Wir haben hier kleine Pause gemacht. Er hat uns die ganze Zeit mit seinem Eimerschrapp terrorisiert. Nix wie Blödsinn im Kopf. Hier parken im Sommer die Eutalroller, die man sich mieten kann und damit dann ins Tal runterbrettern kann. Haben wir noch nie gemacht. Der Sache müssen wir auf den Grund gehen. Hier haben wir nämlich vor ein paar Jahren schon mal ein Päuschen gemacht. Das ist eine sogenannte Widderkopfpumpe. Lucy ist da schon mal eben rüber mit großen Schritten. Mal sehen, ob ich das auch schaffe. Das Ding haben wir schon mal gefilmt. Das ist ein Widderkopf. Ein sogenannter. So, das war die letzte Bankpause in diesem Urlaub. Jetzt wird's auch kalt. Jetzt wird's kalt. Halb fünf ist durch. Die Sonne ist in den Bergen längst verschwunden. Und jetzt noch die letzten anderthalb, zwei Kilometer zurück nach Hause. Bis Abmarsch. Berge. So, hier auf der Brücke haben wir euch gestern begrüßt zu unserer Wanderung zum Christlesee. Heute ist das unsere Abschiedsszene für diese Wanderung und überhaupt für diesen Urlaub. Sechs schöne Tage hatten wir in Oberstdorf. An zwei Tagen haben wir die Kamera wetterbedingt zu Hause gelassen. Auf vier Tagen davon haben wir euch mitgenommen via YouTube. Und ich hoffe, euch gefällt die kleine Serie. Das heute war eine schöne Wanderung, auch wenn es jetzt am Ende wieder frisch wird, weil wenn es dann die Sonne verschwunden ist, wird es auch schon ganz schön schattig. Aber wir hatten noch mal einen schönen Spaziergang und die Erinnerung an 2019 mit dem Zauberbaum war besonders schön. Und die nehmen wir uns heute Abend mit Sicherheit nochmal. Das gucken wir uns heute Abend nochmal an, das Video von 2019. Hinweg über den Kühlberg, ist schön und aussichtsreich, aber natürlich ist es eine Fahrstraße. Die Anwohner dort müssen ja da auch irgendwie hinkommen.
Hier geht es zurück, eben Dr. Hohenadelweg. Das ist deutlich idyllischer. Aber das ist ja eben so in den Tälern. Wenn man nicht den gleichen Hin- und Rückweg laufen möchte, dann gibt es jetzt nicht so viele Variationsmöglichkeiten. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde es uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen da lasst oder auch einen Kommi. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn Lucy und Karin oder auch Karel alleine wandern oder radeln gehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.